Ja, Leute, da sind wir wieder bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns mal die Arena der Prüfungen an. Zu dem Merlin. Ich weiß, das ist schon eine ganze Weile aktiv, die ganze Sache. Aber für die Leute, die das halt noch nicht gemacht haben, ich zeige euch mal ganz kurz halt die Teams, mit denen ihr halt letztendlich die ganze Sache auch gewinnt. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein. Es gibt ja gute Belohnungen dafür. Ich mache das jetzt nochmal mit euch zusammen, damit ihr einfach wirklich halt auch alle Belohnungen dazu habt. Gut, erstmal machen wir mal dieses Team, würde ich sagen. Ich habe mir auch schon so eine kleine Notiz gemacht, welche Helden ich mitnehmen muss und welche nicht. Also hier bei diesem Gegner muss auf jeden Fall der Merlin nach hinten, in der Mitte natürlich sein. Dann haben wir die Gwyneth noch mit dabei, Arthur, die Talene und hinten haben wir noch Cecilia. Und ja, dann geht der Kampf auch direkt schon los. Und das sollte eigentlich auch ein Win sein. Also wenn jetzt sozusagen, normalerweise sind ja eigentlich die Kämpfe immer komplett unterschiedlich, aber bei den Arena der Prüfungen sind die Kämpfe halt immer gleich. Also wenn ihr sozusagen immer das gleiche Team nehmt, dann werdet ihr immer die gleichen Kämpfe letztendlich haben. Das ist nur bei Arena der Prüfungen so, sondern es ist immer unterschiedlich. Also das funktioniert auf jeden Fall bei euch auch, wenn ihr dieses Team halt benutzt. So, dann haben wir den soweit schon mal tot. Können uns auch die Belohnungen einsammeln. Ich meine, die Belohnungen habe ich schon alle eingesammelt, aber ich will euch halt bloß die ganzen Teams letztendlich zeigen. So, das nächste Team, was wir down machen können, ist dieses hier, glaube ich. Nein, das ist es nicht. Dann ist es das hier. So, dann haben wir hier nämlich genau die gleichen Helden, können direkt wieder auf Kampf drücken. So. Genau. Also, wie gesagt, diese Teamkonstellation funktioniert bei euch auf jeden Fall auch und zu 100%. Und ja, falls ihr halt, wie gesagt, die Belohnung noch einsammeln wollt, könnt ihr das so relativ schnell tun, weil ihr habt die Teams halt schon und müsst nicht rumprobieren. Am Ende gibt es ja auch hier diese 60 Elite-Seelensteine, die ja richtig, richtig gut sind, weil, ja. Ein kostenloser Elite-Helden, den nimmt man gerne mit. Warum auch nicht, ne? So, dann haben wir den soweit auch down. Dann würde ich sagen, werden wir uns mal ganz kurz hier um dieses Team kümmern. Hier muss der Merlin nach oben und den Iron nehmen wir ja auch mit. Genau, einen Iron haben wir hier noch mit drinne. Dann haben wir die Lyca und den. Ach du Scheiße, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Anoki? Ich glaube, Anoki heißt der. Und Titus. Ich benutze die Reisehelden normalerweise nicht, darum kenne ich den Namen nicht so. Genau, Anoki und Tidus. Gut, dass das hier nochmal steht. Wenn man den Fight macht. So, dann haben wir den soweit auch besiegt. Können auch gleich den nächsten Gegner machen. Der ist hier. Da können wir nochmal genau das gleiche Team machen und müssten eigentlich auch wieder gewinnen. Hier haben wir sogar ein 1 im gegnerischen Team. Aber ich meine, der 1 kann auch nicht so wirklich viel anrichten mit meinem krassen Reißer-Team. Na gut, ist ja nicht nur Reißer drin. Aber ihr wisst schon, was ich meine. So. Ich verstehe nicht, warum die Reißer in diesem Game so schlecht sind. Es ist halt einfach nur eine schlechte Klasse irgendwie. Warum auch immer. So. Na gut, okay. Manchmal sind die auch ganz gut, aber normalerweise sind eigentlich andere Fraktionen besser. Ist einfach so. So, dann haben wir die letzte Teamkonstellation. Da müssen wir den Merlin in die Mitte packen, glaube ich. Ja, ich glaube, das war in der Mitte. Dann haben wir Atalia, die packen wir nach hinten. Davor machen wir den Arthur und, ne Quatsch, doch den Arthur und Greg. Und dann haben wir noch die Nara. Genau. Dieses Team müsste eigentlich auch funktionieren, einwandfrei. So, Atalia schnetzelt sich gerade ein bisschen durch. Okay, perfekt. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Jetzt haben wir gleich auch den König down und genau, perfekt. So, jetzt müssen wir uns noch einen Gegner down machen und dann haben wir alle Belohnungen eingesammelt. Beziehungsweise dann müssen wir natürlich nochmal fix in die Mitte laufen, um uns dann die Endbelohnungen zu holen. Warum wir das letztendlich auch machen, die ganze Sache. Ich meine, ich habe das jetzt nun schon gemacht vor ein paar Tagen, aber halt, damit ihr
dort schon mal ja die ganzen Teams halt habt und nicht rumprobieren müsst. Ich meine, einfacher kann man es ja nicht mehr haben, so nach dem Motto. Kostenlose Belohnung. So. Genau, dann haben wir das soweit auch geschafft. Und dann müsst ihr bloß noch in die Mitte gehen und dann habt ihr auch schon ja, diese Prüfung abgeschlossen von dem Merlin. Gut, das war es eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.